Also Computation, das ist kein Schreibfehler. Computation ist ganz bewusst so geschrieben worden und so formuliert worden. Computation steht für den Namen eines Schwerpunkts am KIT. Der KIT hat strategische Schwerpunkte für die Forschung gebildet und durch das Wort Computation, geschrieben mit Doppel-M, wollen wir darstellen, dass wir heutzutage immer stärker es mit Systemen zu tun haben, die einerseits Kommunikation brauchen, also vernetzte Systeme, und andererseits die Fähigkeit, diese Informationen, die kommuniziert werden, sinnvoll zu verarbeiten, also Computation machen müssen. Und diese Verbindung, die inhärente Kombination von Communication und Computation, ist der Grund, warum wir das zusammenfassen zu Computation, geschrieben mit 2M. Also so ein Schwerpunkt repräsentiert große Projekte am KIT, die sich mit einer ähnlichen Thematik beschäftigen, in diesem Fall also mit diesen vernetzten, komplexen Systemen. Und Computation hat sich zum Ziel gesetzt, oder um die 40 Lehrstühle in Computation oder insgesamt 650 Mitarbeiter, die beteiligt sind, haben sich zum Ziel gesetzt, die Infrastrukturen bereitzustellen, mit denen wir solche komplexen, vernetzten technischen Systeme realisieren können. Und dazu braucht man einerseits geeignete Algorithmen und geeignete Software. Deswegen haben wir ein Topic Software and Systems, Software und deswegen haben wir ein Topic Algorithm and Software Engineering. Es gibt einen zweiten Topic, der nennt sich Systems Engineering. Und selbstverständlich brauchen wir ein Topic Communication Technologies. Und schließlich noch ein Topic, der sich mit Web- und Service-Engineering beschäftigt. Das heißt, eine Vielfalt von Einzelbereichen, die Infrastrukturen bereitstellen für solche vernetzten Systeme, Architekturen, Methoden, und einen Bereich habe ich noch fast vergessen, aber der ist auch sehr wichtig, nämlich Grid and Scientific Computing. Das heißt, dort haben wir natürlich eine starke Nutzung von vernetzten Systemen, dadurch, dass wir dort eben große Cluster von Rechnern nutzen im Scientific Computing. Oder im Grid Computing natürlich auch große Rechnerinfrastrukturen sinnvoll einsetzen. Richtig, das, was ich bisher gesagt habe, klingt ja ziemlich abstrakt. Ja? Infrastruktur für vernetzte Systeme. Wir betrachten dort eine Reihe von typischen Anwendungsbereichen. Ein klassisches Thema dabei ist der ganze Sektor der Energie, der immer wichtiger wird. Das Energiesystem ist das klassische Beispiel für ein stark vernetztes System, und zwar nicht nur durch das Stromnetz, sondern immer mehr auch durch ein Energieinformationsnetz, in dem wir kommunizieren müssen, in dem wir verteilte Systemintelligenz brauchen. Und die große Herausforderung besteht darin, was eigentlich die geeigneten Architekturen sind, um dafür zu sorgen, dass an den richtigen Stellen die geeignete Systemintelligenz oder Verarbeitungskapazität zur Verfügung steht, um die Informationen, die von den richtigen Stellen an den richtigen Ort gebracht werden müssen, geeignet verarbeiten zu können, um dann entsprechend zu beeinflussen, wie der immer notwendige Ausgleich zwischen Energieangebot und Energieverbrauch erfolgt. Also der Bereich Energie ist ein Anwendungsbereich oder ein Beispiel für vernetzte, adaptive Systeme, in dem die Informatik noch sehr viel zu tun hat. Wir haben sogar in dem Bereich ein eigenes Wort geprägt, nämlich den Begriff der Energieinformatik, die dafür sorgen muss, dass man für diesen Bereich adäquate Architekturen, Methoden, Software und sonstige Konzepte zur Verfügung stellt. Auch das Thema Sicherheit ist dort eine ganz wichtige Angelegenheit. Dann gibt es den Bereich des Verkehrs, also Smart Traffic ist ein typischer Bereich, wo wir ebenfalls sehr starke Vernetzung haben, also die ganzen Anwendungen, in denen man Verkehrssteuerung macht, Ampelsteuerung, Steuerung des Verkehrs, Navigationsempfehlungen. Da gibt es am KIT ja die hervorragenden Arbeitsgruppen von Frau Wagner und Herrn Sanders, die ja dafür auch ausgezeichnet wurden in mehrfacher Hinsicht, für ihre Ansätze für effiziente Routingverfahren, bei denen man einfach um Größenordnung und schneller ist als das, was wir bisher kannten in dem Bereich. Und das also Verkehr ist ein wichtiger Bereich. Ich sagte Services für Navigation, für Routing, aber auch dort jetzt in neuerer Hinsicht das ganze Thema intermodale Mobilität spielt eine große Rolle im Zusammenhang mit Elektromobilität, wo man eine Vernetzung von Verkehrssystemen realisieren muss und dafür sorgen muss, dass man problemlos von einem Verkehrsmittel in das andere umsteigen kann
und dabei keine Probleme hat mit jetzt Wartezeiten oder Ähnlichem, sondern man will dafür sorgen, durch geeignete Services halt den Übergang zwischen verschiedenen Verkehrsträgern so einfach wie möglich zu machen und auch die Bezahlung dann so einfach wie möglich. Das erfordert eine ganz starke Kommunikation zwischen den verschiedenen Betreibern von Verkehrssystemen. Und da sind wir insbesondere dran im Zusammenhang mit den ganzen Projekten zur Elektromobilität, die wir im Augenblick machen. Ein dritter Bereich wäre der Bereich Gesundheit, also E-Health. Ist auch ein typischer Bereich, wo sehr viele Informationen zusammengebracht werden muss an verschiedene Stellen und dann geeignet kommuniziert werden, also geeignet kommuniziert und verarbeitet werden muss. Insofern gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Ich könnte noch das Smart Home erwähnen, also Ambient Assisted Living ist auch ein Thema, das dort eine große Rolle spielt. Und insofern gibt es also eine ganze Reihe von Projekten, die genau diese Themen adressieren, aber wie ich schon sagte, der Schwerpunkt unserer Arbeiten ist nicht, die Anwendung sinnvoll zu entwickeln, was auch wichtig ist. Das machen wir dann in Kooperation mit den Ingenieuren. Aber das, was wir aus der Informatik und aus Computation vor allen Dingen beitragen, das sind die Infrastrukturkonzepte, also die geeigneten Methoden, sodass wir effektiv und effizient solche Anwendungen unterstützen können. Und das ist der wesentliche Beitrag. Und das heißt auch, dass wir als Computation, als Schwerpunkt, sehr stark vernetzt sind mit den anderen Zentren und Schwerpunkten am KIT, insbesondere mit dem Zentrum Energie oder mit dem Zentrum Mobilitätssysteme und natürlich auch mit dem Schwerpunkt Anthropomatik und Robotik, der andere Schwerpunkt, der viele Kollegen aus dem Bereich Informatik zusammengebracht hat, aber eben mit einer anderen thematischen Ausrichtung.